Das gefällt mir nicht. Die Tlakan geben sich nicht besonders viel Mühe, uns zu erwischen. Sollen wir langsamer fahren, dass sie rankommen? Sie versuchen immer, uns in einen Hinterhalt zu locken. Vielleicht holen sie uns absichtlich nicht ein. Hey, Harrison, Braga soll das Sternentor bewachen und du siehst dich mal um. Vielleicht wollen sie uns in eine Falle locken. Ich kann durch die Bäume absolut nichts erkennen. Ich muss weiter runtergehen. Tu das nicht, Harrison. Der Wald ist zu dicht, um durchzufliegen. Nur keine Angst, Major. Wenn es ums Fliegen geht, bin ich der Größte. Oh. Wo ist der Kerl hingeflogen? Schnappt ihn euch! Ich glaube, ich habe sie gefunden, Major. Komm schon, bloß noch ein paar Meter. Harrison! Ich könnte jetzt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Das geht so schnell kann ich nicht laufen. Hattest du nicht gerade gesagt, du wärst beim Fliegen der Größte? Es ist die Landung, die ihm Schwierigkeiten macht. Wie konntet ihr die Tlakan denn abschütteln? Tja, ich schätze, sie sind von jemandem abgelenkt worden. Tja, man tut, was man kann. Schwefel. Nach einer Weile gewöhnt man sich daran. Der Dunst da drüben besteht hauptsächlich aus Schwefel, der so konzentriert ist, dass dieser Planet bis auf die Spitzen der Berge unbewohnbar ist. Sie waren schon mal hier? Ist schon eine Weile her. Mal sehen, ob ich es immer noch kann. Die Tlakan wissen doch genau, was in deinen Stargate-Berichten steht. Ist es da nicht gefährlich, auf einem Planeten zu landen, auf dem du schon mal warst? Ist ja schon lange her, dass ich hier gewesen bin. Sie werden schon nicht kommen, aber wir sehen uns genau um. Zur Sicherheit. Eine Kundschafterdrohne. Sie ist abgeschwirrt. Ah!
sind aber komische Vögel. Also das nenne ich wirklich cool geflogen. Tiktumata, tingumata. Metsuala, makatampanana. Was ist jetzt mit dem Jetpack, Echo? Ohne das Teil bin ich wie amputiert. Mach Napal! Napal? Du meinst, ich soll mit ihm fliegen? Hey, jetzt sind wir auf derselben Wellenlänge. Vorsicht, Harrison. Lass es erstmal langsam angehen. Ey, wie oft soll ich's noch sagen? Ich bin ein Naturtalent, wenn's ums Fliegen geht. Oh, oh. Ah! Ja, ja. Oh, oh. Ja. Hey, nicht so schnell! Jetzt wird es höchste Zeit! Man muss den Sturz abbremsen. Schön durchatmen, Harrison. Das ist doch unglaublich. Dieses Vieh hat mich abgeworfen. Na und? Es war ja auch dein erstes Mal. Was heißt das? Fliegen ist kinderleicht, wenigstens für mich. Ich war der beste Pilot während der Ausbildung. Mit Tieren ist das was anderes als mit Maschinen. Als ich noch ein Kind war, bin ich bei uns im Reservat sehr oft auf Pferden geritten. Das ist auch was ganz anderes, als auf dem Motorrad zu sitzen. Man muss Geduld haben und versuchen, sich verständlich zu machen. Ach, man braucht ihn bloß zu zeigen, wer der Chef ist. Ich glaube, der Vogel hat uns gerade gezeigt, wer hier der Chef ist. Er hat mich überrumpelt, das ist alles. Alle Pferde lassen sich reiten und alle Reiter werden mal abgeworfen. Das ist eine alte Redensart, Raga. Die habe ich mal in einem Film gehört. Genau, und wenn man von so einem hinterhältigen Tier abgeworfen wird, muss man gleich wieder aufsteigen. Das findest du echt komisch, nicht wahr? Du nicht auch? Jetzt reicht's, das Mistvieh steht einfach nicht auf Menschen. Ich glaube, Menschen sind nicht das Problem, Harrison, sondern du. Du musst sie freundlich behandeln. Ja, du bist ein ganz, ganz nettes Tierchen. Siehst du, Harrison, es ist kinderleicht. Oh. Tja, die stehen eben bloß auf Mädchen. Ganz ruhig, mein Kleiner. Jetzt scheinen sie ja richtig Spaß daran zu haben. Ach. Was ist denn los, Harrison? Sind dir auf einmal die Sprüche ausgegangen? Ja! So ist es sehr schön, Kleiner. Das ist unfair. Na los, Harrison, versuch's nochmal. Es ist ganz leicht. Bei manchen dauert's nur ein bisschen länger. Ich habe meine eigenen Flügel. Die Heron haben uns zu einem Fest in ihrem Dorf eingeladen. Wir werden fliegen müssen. Wenn du willst, kannst du bei mir mit aufsteigen. Nein, danke. Jemand muss auf die Fahrzeuge aufpassen. Vielleicht kann ich das Jetpack reparieren. Ist ja ganz neu, dass du nicht mit zum Essen kommst. Ihnen würde eine Diät auch gut tun. Wie du willst, aber wenn du den Beleidigten spielst, wird's auch nicht besser. Warten Sie, Major. Tut mir leid, dass ich so stinkig war. Ich bin's nur nicht gewöhnt, dass was schief geht. Schwimmen, fliegen, das sind Sachen, die mir sonst leicht fallen. Du musst dich nur etwas mehr bemühen und Geduld haben.
Hey, ich habe 3 Anläufe gebraucht, um den Stargate-Abschluss zu schaffen. Ich habe mich bemüht und ich bin auch geduldig gewesen. Trotzdem hat's mich abgeworfen. Nein, Harrison, du hast vorhin Geduld mit Sturheit verwechselt. Nachdem es dich abgeworfen hat, hast du dasselbe nochmal versucht. Na klar, es hat doch nicht gleich hingehauen. Es reicht nicht immer, dasselbe zu versuchen. Um die Lösung für ein Problem zu finden, muss man auch mal was Neues ausprobieren. Hey, Major, wie haben Sie Ihren Abschluss geschafft? Ich habe gelernt. Es geht manchmal einfach nur so. Fliegen wir um die Wette? Na klar! Das ist ja wie Hausarrest. Ich kann's nicht ändern. Au! Hey! Wenn ich was ändern will, ist es besser, gleich damit anzufangen. Irgendwas scheint er zu wollen. Die Heroen heißen Gasbonner ihren alten Freund willkommen. Und auch die neuen Freunde, die er mitgebracht hat. Jeder, der die Tlakan bekämpft, ist ein Freund der Heroen. Warum hasst ihr sie? Weil die Tlakan um ein Haar unsere Welt zerstört hätten. Vor Jahrhunderten haben wir in den Tälern unseres Planeten gelebt. Schöne Täler, voller Leben. Aber dann sind die Tlakan gekommen. Wir wurden von ihnen unterworfen und mussten für sie arbeiten. Sie haben die Täler mit Bergwerken und Schmelzöfen ruiniert. Und als sie hatten, was sie wollten, sind sie wieder gegangen. Unsere Täler waren mit dem gelben Rauch vergiftet. Diejenigen von uns, die überlebt hatten, suchten Schutz auf den Spitzen der Berge. Sie haben gelernt, die Halappan zu zähmen und zu fliegen. Und dann haben sie sich eine neue Existenz aufgebaut. Aber es war schwer. Erst nach sehr, sehr vielen vergeblichen Versuchen haben wir den richtigen Weg gefunden. Nachdem die Heroen die Kundschafterdrohne vertrieben haben, werden die Tlakan bestimmt nicht so schnell wieder hier auftauchen. Tja, wer weiß. Alle unsere Kundschafterdrohnen bis auf eine sind ausgewertet worden, Commander. Keine Spur von Gasbonner und der Antikerin. So, alle außer einer. Na schön. Welche ist das? Die vom Planeten der Heroen. Vielleicht haben sich die Heroen inzwischen selbst zerstört. Vielleicht. Vielleicht haben sie es aber auch nicht getan. Die schon wieder. Diesmal haben Sie keine Chance. Wir locken Sie in eine Falle. Jawohl, Commander. Mal wieder eine Falle. Major, hören Sie. Auch das noch muss in einer Schwefelwolke korrodiert sein. Na, wie kann ich Sie nur warnen? Wenn ich mein Jetpack hätte, wäre es einfach. Hä? Naja, es gibt wohl keinen anderen Weg. Was meinst du dazu? Das ist doch gar nicht schlecht gewesen. Hast du Hunger? Willst du vielleicht was zu fressen? Schade, dass Seattle nicht hier ist. Die kann besser mit Tieren umgehen. Was jetzt? Ach ja, Geduld. Hey, wie geht's uns denn so, hä? Huh? Du bist echt ein cooler, durchgeknallter Alienvogel, oder wie sehe ich das? Ach komm, Mann, ich wollte doch bloß nett sein. Wahnsinn, wer sagt's denn? Der Kontakt ist hergestellt. Boah, du hättest Mundwasser nötig. Nur die Ruhe. Langsam. Okay, und los. Wow! Du
bist das Naturtalent. Fliegen ohne Motoren, ohne Instrumente und kein Tank. Nur Flügel. Major, die Tlakan sind am Sternentor. Wir fliegen hin. Schnell. Wenn ihr gegen die Tlakan kämpft, dann werden die Heroen euch nicht im Stich lassen. Takara, es ist uns eine Ehre. Ja! Als die Tlakan zum ersten Mal herkamen, hatte mein Volk keine Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Aber dieses Mal sind wir vorbereitet. Wenn's beim ersten Mal nicht funktioniert... Puh. Dann probier so lange, bis du raus hast, wie es geht. Dieses Mal wird uns nichts dazwischen kommen. Wir schnappen uns die Antikerin und diesen verdammten Gasborner. Wir haben den Menschen schon oft Fallen gestellt und immer sind sie uns irgendwie entkommen. Vielleicht sollten wir mal etwas anderes ausprobieren. Irgendetwas ganz Neues. Nein! So machen es bloß die Menschen. Wenn bei ihnen was schief geht, denken sie, sie müssten etwas Neues ausprobieren. Das zeugt von Schwäche. Aber die Tlakan sind stark. Wenn wir scheitern, versuchen wir es nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Wir lassen uns nicht verbiegen. Und genau darum sind wir Tlakan am Ende auch immer die Gewinner. Jawohl, Commander. Das ist die einzig richtige Einstellung. Vielen Dank, Harrison. Du hast mich gerettet. Du fliegst genauso gut wie ein geborener Heron. Danke, aber ich bin kein geborener Heron, sondern ein Naturtalent. Trotzdem war es schwer, eure Flugtechnik zu lernen. Wenn ich nicht geübt und Geduld gehabt hätte, hätte ich aufgegeben. Nur so kann man nämlich etwas Neues lernen. Was ist mit Dakil? Meinst du, er wird sein Schwefelbad überleben? Ja, der Tlakan wird überleben. Ich fürchte aber, dass er sehr, sehr lange Zeit einen sehr, sehr schlechten Geruch haben wird. Er hat vorher auch nicht nach Rosen geduftet. Mach's gut, mein Großer. Das war der beste Flug, den ich je hatte. Tja, Kommunikation ist alles.